Hallo ihr Lieben, ich möchte heute eine Karte basteln und zwar für eine bestimmte Person, wem sage ich natürlich nicht und habe da schon was im Kopf und habe mir hier schon ein bisschen was zurechtgelegt und zwar vom Action so einen weißen also eine weiße Karte mit passendem Umschlag, beziehungsweise passt das nicht wirklich, weil das ist glänzend und das ist weiß, aber es macht mir ja nichts. Dann habe ich mir einen Cardstock. Das war mal aus dem Blog vom Action, diese mit Muster, zurechtgeschnitten. Und zwar, die Karten sind hier 10x15 und das hier habe ich in 9x10 und dann noch eine Fläche, auf die ich, also die ich jetzt gestalten möchte, wo dann eben nochmal 1 cm überall ringsum weniger ist. Also 13x9, genau. Ja, die Sachen habe ich mir jetzt schon mal bereitgelegt. Das hier möchte ich jetzt bestempeln. Und ich gucke gerade mal, ob das auch hier drauf passt, was ich mir hier so ausgedacht habe. Zack. Ja, passt ganz genau. Aber das Problem ist, dass dann mein Spruch vielleicht nicht mehr drauf passt. Den müsste ich dann vielleicht extra machen. Auf dem extra Zettel und dann nochmal oben drüber kleben. Und zwar möchte ich mit Handlettering schreiben. Na, sagt mal, jetzt habe ich den Spruch aus dem Kopf. In Gottes Augen bist du ganz besonders gemacht oder so in die Richtung auf jeden Fall. Weil das ist ja dieses Kleid hier, was doch so ein bisschen außergewöhnlich ist. Und ich fand das sehr schön. Und dann dachte ich mir, da kann man einen guten Spruch draus machen. Aber ich überlege gerade, weil ich hier dieses Herz mit dem ganzen Text noch habe, vielleicht wird das zu viel. Ich glaube, das wird zu viel. Und dieses Herz hier hat mir auch noch gut gefallen. Aber nee, ist okay. Es wird nur dieses Kleid. Ja, und wichtig ist mir, dass es in Rot gestempelt wird. Und ich habe jetzt hier das Glutrot und ich hoffe, dass es funktioniert. Ich habe es mit Wasser ein bisschen eingesprüht und ich überlege gerade, ich glaube, ich werde das einmal teststempeln. Ich habe hier so ein Restpapier und da werde ich einmal kurz teststempeln, ob das... Oh ja, doch. Nimmt wieder super Farbe an. Also wenn eure Stampin' Up Kissen, wenn ihr die lange nicht benutzt habt, aus welchen Gründen auch immer, und ihr wollt die reaktivieren, sprüht ein bisschen Wasser drauf, dann klappt es wieder. So. Ja, okay, ist jetzt nicht so super abgestempelt, aber es macht nichts. Wieder runterlegen und nochmal drauf gehen. Obwohl, zu dem Spruch hätte es auch tatsächlich gepasst, wenn es nicht so perfekt abgestempelt ist. Aber ja, sieht gut aus, auf jeden Fall. Jetzt bin ich mal überlegen, ob ich das Kleid auch extra mache, also dass ich das einmal ausschneide und mir den Spruch dann aufschreibe und den auch nochmal extra mache. Ja. Schau mal, wie ich es mache. Schnappe ich mir erstmal ein Reinigungsteilchen. So, das habe ich extra sehr feucht gemacht jetzt und habe extra noch mal ein bisschen Wasser in die Tüte gepackt, damit dieses Tuch nicht ewig austrocknet. Ja, und die andere Tüte, die ich hatte, die war auch kaputt. Ich muss es dann nur ab und an mal auswaschen. Ach ja, das geht schon gar nicht mehr weg. Das ist halt einfach. Diese schwarze Farbe, die kriege ich nicht mehr weg, aber das macht ja nichts. So, ich glaube, ich schneide das Kleid auch extra aus. Ich kann das ja auch alles in mehreren Schichten machen. Ist ja gar nicht so wild. Ich muss dann nur mal gucken, diesen Spruch, wie genau ich den schreibe und... ob ich den einfach so von mir frei aus dem Kopf schreibe oder ob ich tatsächlich nach einer Bibelstelle suche und die Bibelstelle da reinschreibe. Das weiß ich noch nicht.
Aber ich denke, ich werde einfach aus meinem Kopf, so wie der Herr das zeigt, aufschreiben. Wie gesagt, ich weiß nicht warum, ich habe heute Morgen in meiner stillen Zeit, für alle, die nicht wissen, was stille Zeit bedeutet, stille Zeit ist, wenn man betet und quasi mit Gott Zeit verbringt, und zwar allein für sich, und mal hört, was der Herr einem so zu sagen hat, oder genau. Und ja, manche lesen auch nur Bibel, andere Leute lesen, also ist halt sehr, sehr individuell, und wir sind halt alle verschieden und jeder hat natürlich auch einen anderen Zugang zu Gott, ganz klar. Genau, und deswegen hatte ich, wie gesagt, in meiner stillen Zeit heute Morgen, hat mir Gott eine Person gezeigt und mir gesagt, dass diese Person sich freuen würde über eine Aufmerksamkeit. Und dann kam mir sofort diese Karte in den Kopf und die Farben waren mir auch gleich klar und ich wusste auch gleich den Spruch, zumindest so ungefähr, wie der sein soll. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich das mal. Ich möchte jetzt mal hier das Distress ausprobieren, ich hoffe. Also wenn die Farbe mir nicht gefällt, dann gehe ich anschließend nochmal mit dem Glutrot rüber. Aber ich probiere es jetzt erstmal. Wie ihr seht, habe ich mir auch hier schon die Dinger reingeklebt. So. Muss ja auch nicht alles in dem gleichen Rotton sein. Ja, der Stempel wurde jetzt zum ersten Mal benutzt. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Vielleicht muss ich noch ein bisschen Farbe. Das sollte nämlich, eigentlich soll das aussehen wie so eine Naht. Mal ein bisschen Farbe drauf. Komm. So. Ja, ein bisschen besser. Ganz perfekt gefällt es mir immer noch nicht, aber es ist okay. Es ist okay. So. Ein Reinigungstüchlein. Ja, genau. Und wenn sowas dann passiert, dass ich dann in der stillen Zeit da jemanden gezeigt bekomme, für den ich irgendwas machen soll, dann versuche ich das so schnell wie möglich umzusetzen, damit ich es dann nicht, dass es nicht in Vergessenheit gerät, weil oft nimmt man sich Sachen vor und dann, zack, hat man es schon wieder vergessen. Und das ist dann traurig, wenn es vielleicht einer Person nicht so gut geht und man eigentlich den Auftrag hat, was für diese Person zu tun, und macht es dann nicht, dann ist es ein bisschen schade. So, das lege ich mir jetzt erstmal hier an die Seite. Und dann gucke ich mal. Ach so, jetzt habe ich, ich habe meine Tasche unten mit den, mit meinen ganzen Stiften, die hole ich mir gerade mal hoch. So, mein Täschchen einmal hochgeholt. Und hier habe ich ja meine ganzen super tollen Stifte drin. Meine allerliebsten Lieblingsstifte, die ich auch am meisten benutze. So, da sind noch welche drin, aber die werde ich auf jeden Fall nicht benutzen. Die hier glaube ich schon, die Bleistifte eher nicht. Gut, dann werde ich mir ein Zettelchen nehmen und werde mir jetzt einmal kurz Gedanken machen. Ich auch so ein kleiner, weil ich eh den Spruch nicht so groß. Also ich werde mal gucken, ist dafür höchstens. Ja, die Breite ist schon gar nicht schlecht, aber ein bisschen breiter kann es ruhig. Es kann ja ruhig ein bisschen ins Kleid reingehen. Ja, so vielleicht bis hier. Wie viel mag das ungefähr sein? Also 8 cm. Das dürfte passen. Und ich glaube, die Höhe ist schon gut so, wie sie ist.
So. Ja, ich werde die Ecken natürlich noch ein bisschen abrunden. Oder vielleicht. Ich überlege gerade, ich habe hier so schöne Stanzen von Stepler ab. Und zwar diese Teile hier. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich nicht vielleicht lieber eine davon benutze. Diese hier vielleicht. Die sind natürlich ganz schön klein. Also da die Schrift schön reinzukriegen, muss ich mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ich lasse das erstmal so, weil das schon fertig zugeschnitten ist. Und hier so weit an die Ränder. Und ja, stanze mir einfach mal mehrere Teile aus. Ich habe nur mal gebrochen. Und dann gucke ich mal, lege die mal drauf und guck mal, welches mir am besten gefällt. Von den Teilen. Und dann gucke ich, dass ich da irgendwie einen Spruch finde, der da auch reinpasst. Den ich da reingeschrieben kriege, ohne dass er zu klein wird. Und man soll es ja auch noch ein bisschen lesen können und so. Perfekt, danke, Herr, für diese schnelle Antwort. Genau, in Gottes Augen bist du besonders. Und ja, der ist gut. Und den kriege ich bestimmt auch. Gefällt mir nicht so. Ich glaube, das Wölkchen gefällt mir ein bisschen besser. Wobei, ist auch schön, ne? So ein Banner. Hat auch was. Doch, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Ich habe ja auch meine Helferchen hier, Gott sei Dank. Wie gesagt, ohne die Teile wäre ich auch verloren. Aber so, jetzt komm mal raus da. Na. Jetzt will es mich ärgern. Ach. Ich habe die nämlich da. Ein selbstgebautes Regal so. Und die sind ja so flach. Und hier werde ich aber das benötigen, glaube ich, mit den kleinsten Teilen. Hier fliegt man nicht so weit nach. Ich glaube, ich werde mir mal hier ein Loch reinmachen. Und werde mir die hier irgendwo hinhängen. Die liegen hier in meinem Regal, aber ja, wenn ich die jetzt mal eben so schnell rauskramen will, dann habe ich manchmal doch ein Problem, die mal eben schnell rauszukriegen. Deswegen, ja, und ich darf sie nicht so weit nach hinten schieben. Egal, so. Bla 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 schon wieder. Das hier werde ich mal umranden, aber ich glaube mit dem dunklen Rot, mit dem Glutrot. Obwohl diese Person, glaube ich, das hellere Rot lieber mögen würde. Ich guck mal, wie das Kussrot. Das Kussrot könnte vielleicht. Oh nee, das geht zu sehr ins Rosa. Dann nehmen wir doch das hier. Ja, Rot ist ja nicht gleich Rot, ne? Also, die einen haben lieber ein dunkles Rot, das ist meine. Aus meiner Farbpalette, was ich auch tatsächlich tragen kann, was mir auch steht. Und dann gibt es wieder andere Leute, die finden halt so ein helles Rot schöner, ne? Und steht ihnen dann auch besser meistens. Man hat das ja schon so ein bisschen im Gefühl, was für ein Farbtyp man eigentlich ist. So. Genau, dann hebt sich das Ganze nämlich gleich viel besser ab. Super schicki. Das kann hier wieder rein. Gut, soweit, so gut. Dann
Ja, gucke ich mir jetzt mal hier. Ich werde es, glaube ich, genau so schreiben, wie es hier steht. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind 9. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achso, ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, das Leerzeichen nicht vergessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wieder 9. Okay. Dann kann ich da und da die gleiche Größe nehmen. Bei 5 Buchstaben muss ich mal gucken. Ja, ist ja alles ungerade, ist schön, da kann ich immer schön auf dieser Seite hier bleiben. Bei 9 sind es 4. 9 sind 4. 5 sind 2. 7 sind 3. Und am liebsten hätte ich immer so ungefähr den gleichen Abstand, auch wenn da verschiedene Sachen stehen. Also jetzt zum Beispiel, schwarz ist ja immer der kleinste Abstand. Jetzt brauche ich doch mal einen Bleistift, aber den nehme ich von hier, damit ich den dann gut wegradieren kann. So, da würde es gut ausfüllen, also 4 geht von da bis da. Dann ist das, glaube ich, hier schon das Richtige. So, 4, genau. So, und dann Augen hat ja nur 5. Ich hätte aber gern eigentlich genau den gleichen Abstand. Oder so ungefähr zumindest. Augen 2, genau, perfekt. Dann. Achso, aber warte mal, stopp. Ich habe mir ein neues Radiergummi gekauft, weil meine alten, die waren irgendwie immer, die haben immer so viel Krümel und so gemacht. Und haben auch nicht so gut radiert. Und jetzt habe ich hier so ein Knetradiergummi. Und erstmal macht das Spaß mit dem rumzukneten und das radiert aber auch sehr gut eigentlich. Schwupp, jawohl. So. Gut, ein bisschen tiefer. Muss ja auch ein bisschen Platz sein für die Buchstaben. Ja, so ganz perfekt kriege ich es natürlich nicht hin, aber. So in etwa hier habe ich mich jetzt orientiert an dieser Mittellinie. Ja, obwohl ich sehe, dass ich noch ein bisschen nach da gekommen bin. Ja, ich bin hier jetzt ein bisschen monkig, weil ich möchte die Karte einfach perfekt haben. Ich will auch gleich nochmal gucken. Ich habe ja hier 4. Oh, was ist denn? Geh mal auf. Ups. Hä? Habe ich doch gerade so locker aufgekriegt. Was ist denn jetzt los? So, ich mache das anders. Ich werde mir erst die hat leider nicht so schön weg, wie ich das gerne hätte. Da habe ich ein bisschen zu fest aufgedrückt mit dem Bleistift. Aber gut, wenn ich da den Text dann drüber habe, dann ja doch, jetzt geht's. Ich werde mir gerade ausmessen. Ich habe ja 4 Zeilen, was ist denn hier heute? Nein, muss so jetzt. 4 Zeilen. Ja, guck mal, perfekt. Das sind hier 4 cm. Hier ist es bei einem halben. Dann 1, 2, 3, 4. Das wird da unten aber ganz schön knapp. 1, 2, 3. Ja, wird ein bisschen knapp, aber ich werde es hinkriegen. Tschakka, ich schaffe das so. Dann muss ich auf diese Linie hier. Nee, ist doch die hier. Ist richtig. So, die 2. Jetzt bitte wirklich mittig. Gut, dann hier brauche ich 7. 7 sind 3. Muss ich mal gucken. 3 ist die Mitte. Ja, da passt das Rosa super. Um ungefähr diesen Abstand wieder zu haben. Gerade bleiben.
perfekt. 3 und beim letzten sind es wieder 9. Das heißt, ich brauche wieder das Schwarze und wieder bei 4. Ja, das ist echt eng, ne? Wenn ich überlege, dass das die Mitte sein soll, dann muss ich das hier ein bisschen höher setzen. Das geht nicht anders. Wieder mittig. Dann ist das letzte halt ein bisschen näher dran, aber das geht sonst nicht. Geht sonst nicht auf. Okay. Super. Dann ja, überlege ich, ob ich jetzt mit Bleistift vorschreibe oder nicht. Aber mit so einem ganz dicken, den man gut wegradieren kann. Schreibe ich das eigentlich so ein Großbuchstaben? So, jetzt war es ein bisschen ruhig für euch, aber okay, mache ich jetzt auch ein bisschen beim Schneiden ein bisschen Musik rein. Mal gucken. Ja, so gefällt es mir auf jeden Fall gut. Ist auch ganz dezent. Und dann nehme ich jetzt hier diesen Feinliner. Und schreibe das Ganze nach. Ja, mit diesem super feinen Stift kann man ja wirklich schön auch kleine Sachen machen. Bei dem mache ich es mal ein bisschen dicker. Ja, wo ich mir ganz dicker. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt so leise bin, aber ich möchte mich einfach konzentrieren, dass es wirklich schön aussieht am Ende. So, das ein bisschen kleiner. Und das besonders wieder mit den ganz kleinen Feinen. Super, jetzt sieht schick aus, hätte ich auch gar nicht vorschreiben brauchen. So, das lasse ich jetzt kurz trocknen, bevor ich das wegradiere. Und überlege mir mal, was ich hier noch an Deko dran mache an die Karte. Und kann ja auch schon mal anfangen, so ein bisschen zu gucken, wo ich was anordne. Zack. Also auf jeden Fall das Kleidchen. Das kommt hier so hin, habe ich mir gedacht. Auch noch mit Abstandsdingern. Mal wieder alle drei Bögen. Das Kleid mit dem kleinsten. So, mein kleinen Helferlein. Und dann teilen wir mal großzügig die Dinger. Ich muss mal gucken, vielleicht teile ich mir hier oben ein. Mache da in die Ärmel auch ein, also in die Träger auch ein. Mal gucken. Weiß noch nicht. So, rund ein paar verteilen. So.
Meine Schere. In der Mitte teilen. Genau. Super. Ja, sehr schön. Klappt doch. Ja, wieder abfummeln. Dem Teil hier geht das eigentlich ganz gut. Ich habe mir das mal ein bisschen verbogen. Also das ist nicht mehr hundertprozentig gerade. Und da muss ich immer gucken, wo diese kleine Spitze hingebogen ist. Dann kriege ich es am besten weg. Aber geht auch so ganz gut. Na, ist hier schon ab. Man muss die Sache nicht zu früh loben, ne? Dann klappt es wieder nicht. Okay. So. Dann kommt das Kleidchen hier so drin. Upsi, nicht kaputt gehen, bitte. Ja, hier werde ich jetzt mal gucken, ob ich hier schon radieren kann, aber ich denke schon. Hallo. Also das ist echt komisch. Mal geht das ganz schnell und einfach. Achso, jetzt habe ich es geschnallt. Da ist ein Haken. Man muss das immer ein bisschen nach da drücken und dann kann man es hochmachen. So, und jetzt radieren wir uns den ganzen, die ganzen Sachen, die wir nicht haben wollen, radieren wir uns erstmal weg. Ein paar hartnäckige Pünktchen. Ja, zur Not, wenn die Schrift zu dolle abgenommen wird, dann muss ich halt nochmal drüber schreiben. Ist ja nicht so wild. Unten bei dem, da ist es doch jetzt schon ganz schön ausgeblichen. Und der Bleistift bleibt immer noch hartnäckig bestehen. Na gut, deshalb kann ich es jetzt nicht hin. Ich gehe jetzt hier nochmal drüber, weil das doch ganz schön abgelöst ist. Ja, das ist immer genau das Gleiche nochmal zu treffen, obwohl es die eigene Handschrift ist. Besonders bei Kreisen habe ich immer meine Probleme. Ich will das nur machen, dass der enger zusammen ist. So. Ja, das Gott mache ich auch noch ein bisschen dicker. Mache ich mal ganz dick. Das wird funktionieren, glaube ich. Ja, das funktioniert doch super. Ja, die Stifte sind ja alle mega fein, auch wenn so der hier natürlich doch um einiges dicker ist als der andere. Aber perfektus. Viel besser, viel besser. Gut. Ja, das Teilchen darf dann hier drauf. Und das mache ich natürlich mit den ganz dicken Abstandshaltern. Das Kleidchen möchte ich dann noch ein bisschen mit Wink of Stella beglitzern. Ja, erstmal kommen hier die Klebepads zum Einsatz. Ja, ist jetzt nicht so schwierig, die Karte. Auch nicht besonders aufwendig, auch nicht besonders vom Hintergrund und so weiter. Also sehr schlicht gehalten, aber volle Absicht, weil das Einzige, was wirklich rausstechen soll bei dieser Karte, ist halt der Spruch. Und alles andere soll schlicht im Hintergrund bleiben.
Mal gucken, vielleicht, ich habe hier irgendwo so Schleifen schon fertig gebunden. Habe ich irgendwann mal gemacht, als ich Langeweile hatte. Da habe ich hier gesessen und habe hier so ein paar kleine Schleifen gebunden, die man dann so auf Karten mit draufkleben kann. Und ich glaube, die möchte ich hier mit draufkleben. Vielleicht hier so, in die Taille. Jetzt gucke ich einmal kurz, wo ich die hingepackt habe. So, ich habe es gefunden. Ist zwar nicht ganz weiß, finde ich aber nicht schlimm. Da suche ich mir jetzt mal was raus, was ich schon ewig nicht mehr benutzt habe. Und zwar ein Glue Dot von Stampin' Up. Der sollte das ganz gut halten. Die benutze ich mit Absicht so wenig, weil die sind Bombe. Ne? Also die halten ja wirklich, wirklich gut. Auch solche Stoffdinger. So. Ich mache es so rum schöner oder so rum. Nimmt sich nichts. Ich kann mir das eine Bändchen mal ein bisschen rausziehen. Ja, das nimmt sich nichts. So, na seht ihr. Ach, doch andersrum schöner. So. Geh wieder, geh wieder. Ohne kaputt zu gehen, bitte. Seht ihr, was ich meine? Die halten Bombe. So. Ah nee, ist ja doch richtig. Was mache ich denn da? Die Schleife gehört doch mit dem Dinger nach unten. So, war doch richtig. Egal. So. Irgendwas hatte ich gerade. Irgendwas sah mir da gerade falsch aus. So, da ist der nächste. Dann kann ich das hier schon wieder abreißen. Schwuppi, ja, wie gesagt, die habe ich echt schon ewig nicht mehr benutzt. So, das Kleid noch ein bisschen mit Wing of Stella. Ich muss mal gucken, da ist auch irgendwie, glaube ich, nicht mehr so viel drin. Doch, doch, das reicht. Mal gucken, dass ich nicht so ins Weiße komme, weil das ist doch... Der nimmt das Rot sofort auf und verteilt das dann im Weißen. Das möchte ich jetzt nicht so. Gehe ich nur auf das Rot ein bisschen drauf überall. Die Schrift gar nicht, ist mir zu filigran. So. Nachzeichnen hier. Schwupp, schwupp, schwupp. Komm her. Da unten auch noch ein bisschen. So. Unter dem Schleifchen darf auch Glitzer sein. So, gut, einmal nachgezeichnet. Ja, könnt ihr das sehen, dass es glitzert? Nö. Ich habe jetzt meine, doch da seht ihr es ein bisschen, aber nicht wirklich. Ich habe jetzt mein Licht da oben hingestellt, also über meinem Monitor quasi. Ich finde es ganz okay, aber ich glaube, es ist ein Tucken zu dunkel. Ne? Ja, doch, ihr seht es, es glitzert. Es glitzert auf jeden Fall. Und ich brauche jetzt noch Glitzersteinchen, weil so kann es nicht bleiben. So, ja, ich habe gerade mal wieder festgestellt, dass ich natürlich super wenig Rot habe, weil, ja, Rot nicht unbedingt meine Farbe ist. Boah, ehrlich. Aber gut, hier ist ein bisschen Rot dabei und die hier finde ich eigentlich auch ganz schick. Und da sind auch noch so ein paar kleine dabei. Achso, das hatte ich dann dazu getan wahrscheinlich. Also das werde ich nicht alles benutzen, sondern nur so ein Teil vielleicht. Abschneiden. Gucken. Hier so dazwischen komme. Ja, perfekt. Passt doch. So. Schwupp. Ach, hier ist. Naja, gut, ist einmal da ein Heller und einmal da ein Heller. Das geht. So. Ja, schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt überlege ich, mache ich da auch was von denen, aber nur die kleinen, ohne den großen. Das sieht, glaube ich, auch noch ganz süß aus. Und auf das Kleidchen mache ich gleich nochmal so 1, 2. 1,
zwei Perlen ohne. Also nicht von denen, sondern von den ganz kleinen. Ne? Die hier benutze ich doch nicht. Passen nicht so gut zu den anderen. So, komm mal raus hier. Was hast du denn da ganz hinten? Ich darf da nicht an dich ran. Schwupp. So, hier sind noch drei ganz kleine. Da habe ich anscheinend mal die ganzen roten schon mal aufgebraucht. Also muss ich mir irgendwo mal rote Glitzersteinchen besorgen. Ach, ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Gerade so ein, hier noch so eine kleine Perle drauf. Ich glaube, dann kann ich das ab, ohne dass es kaputt geht. Nee, tut's nicht. Ist nicht schlimm. Dann doch noch ein drittes drauf. Ich kann sagen, vielleicht einfach nur auf die Schleife, aber so. Ja, ist doch ganz süß. Ja, wie gesagt, ich muss mir dringend rote Perlen besorgen. Ja, rote Teile halt nur. Ich hatte so viel jetzt auch ins Fruchteis gegeben mit den ganzen Sachen, die ich nicht so benutze. Und da waren bestimmt viele rote Sachen dabei, weil ich die halt nicht benutze. So, das hier schneide ich mir gerade nochmal raus. Und schneide die auch hier. Die Klebedinger auseinander. Ich benutze die einzeln. So. Ein etwas größeren, ne? Kann ich schon von Trägerfolie abgehen, ne? So. Wisst ihr was? Kann ich mir auch ein bisschen dekorieren, warum nicht? So, und die beiden, die passen nämlich noch super zu denen. Klebe ich hier noch mit drauf. Bei den weißen nicht. Und kommt hier noch einer hin oder nicht? Was mache ich jetzt? Doch, einer noch. Einer muss noch. Ich glaube, ich nehme den hier, den kriege ich besser abgetrennt. Genau. Mhm. Ja, ich weiß, du musst dich jetzt von deinen Freunden trennen. So, hier unten hin. Genau. Okay, reicht hin. Also eigentlich könnten hier noch zwei hin, aber... So ist das, ne? So ist das bei dem Rumgebastel. Dann muss es dann doch ein bisschen perfekter sein. So. Ja, komm her. Einer noch dahin. Und der andere. Dann muss ich ihn verschneiden. Hier einmal das Klebeding wegschneiden. Ups. Kommst du wohl her? So. Also, was habe ich gesagt? Hier hin, genau. Das war halb von der Schleife verdeckt, aber es macht nichts. Ja, ganz süß geworden. Ein bisschen verspielt. Und jetzt ärgere ich mich fast, dass ich die Schrift nicht in Rot geschrieben habe. Hätte irgendwie noch besser, glaube ich, ausgesehen. Ich kann ja mal gucken. Ah nee, das sind die Washpans, die will ich nicht. Ich habe hier eine Rot. Ich gucke mal, was für eine Farbe das ist. Zettelchen. Ja, dann ist es zwar in Schwarz, aber... So sieht es aus, als wenn es einen roten Schlagschatten hat.
besser. So ist gut. Durch das Schwarz hat es mehr Kontrast, aber trotzdem rot. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann kann das Teil jetzt hier drauf. Das mache ich auch mit dem. Soll ich nicht mal gucken, wie man auf die Seite mit der Struktur nach oben. So perfekt genau mittig auflegen. Aber ich gebe mir Mühe. So. Das haben wir auch. Fertig ist meine Karte. Ja, jetzt überlege ich gerade, ob ich hier nochmal irgendwas mal annehme. Ist mir ist gut so. Ist schlicht, ist schön bei dem Text. Der Text sticht am meisten raus, obwohl, naja, eigentlich sticht das Kleid mehr raus, würde ich sogar sagen, als der Text, aber jo. Ja, da werde ich jetzt noch ein paar persönliche Worte reinschreiben und dann wird das Ganze auf die Reise gehen. Und eigentlich hatte ich schon den Gedanken, das so zu timen, dass es genau dann ankommt bei der Person, wenn ich das Video veröffentliche. Das geht aber nicht, weil ich dieses Video hier am Sonntag veröffentlichen werde, weil ich mir vorgenommen habe, immer am Sonntag irgendetwas zu machen, was mit Gott zu tun hat. Und ja, dieser Spruch hat ja jetzt was mit Gott zu tun. Und ich möchte euch auf jeden Fall sagen, dass dies natürlich nicht nur für diese Person gilt, für die jetzt diese Karte ist, sondern das gilt für uns alle natürlich. In Gottes Augen sind wir alle etwas ganz Besonderes. Er hat uns ganz besonders und ganz individuell gemacht. Und er liebt uns genau so, wie wir sind. Wir sind nicht zu klein, nicht zu dick, nicht zu dumm, nicht zu schlau, nicht zu egal was. Für was auch immer wir Menschen uns halten mögen, das ist nicht Gottes Wahrheit. Ihr seid geliebt, ihr seid gewollt und ihr seid genau richtig so, wie ihr seid. Natürlich hat jeder ein bisschen Potenzial, an sich zu arbeiten und seinen Charakter noch ein bisschen zu schleifen. Aber im Prinzip sind wir alle wunderbar gemacht. Okay, dazu sage ich Amen und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.